Hallöchen, ihr Lieben, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge. Folge 50 darf man schon fast sein, auch schon Premiere. Wie lange wir schon hier dran sitzen. Ja, wir werden uns heute dem Hühnerstall widmen. Der wird nämlich verschwinden. Keine Angst, der wird auch wiederkommen. Allerdings, ja, mit einem etwas größerem Aufwand, den wir da betreiben würden. So, gehen wir es mehr aus Perspektive. Die Gabel ein bisschen zumachen. So. Und dann holen wir uns erstmal den kleinen blauen Hängerle. Denn wir werden uns jetzt, ja, wie gesagt, wir werden uns einen größeren Hühnerstall zulegen, aber das bedarf jetzt erstmal kleinere Investitionen. Ihr seht schon, ich habe ja noch die letzte Folge noch aufgenommen, da sind wir noch bei Feld 19 unterwegs. Das nimmt mich gleich noch zu unserem liebevollen Farmer sagen, dass wir noch unseren Hilfsfarmer, dass wir da gleich noch unser zu einem anderen Auftrag noch fahren müssen, den wir noch bearbeiten müssen. Ja, kleine Helfer, große Bauer, das ist immer so. So. So, dafür ist es schwer sein, die Eierleiter. So, da gibt's das, damit es auch schönes Geflügelfutter gibt, wird auch dann um 12 dann der Schlachter vorbeikommen und dann werden die ganzen Hühner dementsprechend dann auch gleich mitgenommen. Weil die gehen jetzt recht mal zu unserem Bäcker. Schon hat mir gerade die Nase gekitzelt. So. Und da werden wir dann nämlich auch jetzt hinfahren zu unserem Bäcker. Muss ich gerade mal gucken. Bäcker, Bäcker, Bäcker. Der dürfte ja eigentlich unsere Eier quasi nehmen. Genau. Und da hinten. Ja, den. So, ja, ich habe nämlich gerade auch jetzt eine Veränderung mit reingenommen im Streaming. Und zwar wird hier nämlich ab sofort die letzte Folge, die mich da aufgenommen haben, die veröffentlicht wird, auch angezeigt. Und so, damit ihr, zumindest hoffe ich das mal, dass die Videos, die ich dann an den Tag veröffentlicht habe im Stream, dass die auch mit im den Kanal quasi aufgepoppt, mit dem Chat quasi mit reingenommen werden. Das ist so der Stand, den ich mitnehmen möchte. Wie das alles so klappt, wie das alles so funktioniert, habe ich mir auch durchgelesen. Also es funktioniert auch. Und deswegen wird man da auch noch eine kleine Szene vorbereiten. Und natürlich möchte ich das Ganze auch einfach auch ein bisschen interessanter gestalten. Ja, Hühnerstall. Klar, wir brauchen mehr, wir wollen mehr, wir brauchen mehr Umsatz. Deswegen haben wir euch auch gedacht, werde ich auch den Hühnerstall, so wie da es ist, wird jetzt erstmal wegkommen. Wir werden den größten Hühnerstall nehmen. Wir werden uns dann gleich dazu noch einen kleinen Unterstand kaufen. Also ein Unterstand, wo ich sagen könnte, dass dass man da das Deuterfutter, was wir ja da holen, für die Viecher
Für die Viecher, für die glücklichen Hühner des Landes in Haut Belleron. Ador, ador. Entschuldigung, ich konnte es widerstehen. Produzieren können hier für unseren Bäcker. Und ja, bin ich einfach mal gespannt, was man da rausbekommt. Nebenbei habe ich ab Mittwoch den Justin gefragt, ob er Lust, Laune und Zeit hat, sich unserem ja, weil wir die Woche ja noch das Jubiläum für Rhein-Silbergold feiern wollen, ob der Leitstellenfahrt. Das ist halt nur die Frage, inwiefern das halt alles klappt. Aber ihr wisst selber, ich mag ja Leitstellenfahrt sehr. Wenn das alles klappt. Und ja. So, schauen wir mal kurz in die Bäckerei haben wir nicht. Doch, wir haben unsere Bäckerei auch. Ah ja, guck doch mal an. Sind wir schon wieder weiter, das ist super. Zucker könnten wir auch schon hinliefern. Na gut. Wartet mal, ihr Lieben, dann machen wir es gerade mal so. Und zwar. Halt. Gibt es nämlich auch hier eine kleine Änderung. Jede Produktion, die ich jetzt hier auf der Haut Belleron habe, gibt's eine kleine Lieferung. Also einen Lieferzettel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich, also das werde ich quasi rausschneiden, und wenn quasi die Bäckerei uns einen Auftrag gibt, wir brauchen Mehl, wir brauchen Zucker etc., wird quasi das jeweilige Produktionsfeld quasi rot markiert, und das muss dann quasi auch in dem entsprechenden Jahr produziert werden. Ich finde eigentlich das nicht schlecht, da haben wir noch ein bisschen mehr was von. Entschuldigung, Außenansicht, und da schauen wir einfach mal, wie das dann quasi da weiter funktioniert. Müssen wir unser Fuhrpark erhöhen? Ja, das wird alles noch kommen, aber ich schaue einfach mal, wie sich das Ganze da nämlich dann auch ja, weiter finanzieren. Aber wie gesagt, jetzt wird erstmal ganz groß den Hühnerstall da platt gemacht. Die Hühner wo dann zum Schlachter verschwinden. Glückliche Hühner, glückliche Wölfe. Ja, ich glaube für die Vegetarier, das ist nicht so schön, aber auch ein gerupftes Huhn mit ihren Federn, gibt es ein weiches Kopfkissen. Lass das bloß keiner hören. Oh, mal schauen einfach mal. Aber man muss ja auch ein bisschen weiter an die Investition quasi auch denken. Ja. Ich hoffe nur, dass das dann alles klappt, wie wir uns das vornehmen. Also wie gesagt, jetzt wird erstmal unser Lohner gleich mal ins nächste Feld fahren. Ich hoffe, dass es bald nicht schneiend holt, weil sonst müssten wir uns gleich noch was anderes dazu holen. Ja. Und dort, wo quasi dann der Hühnerstall war, wird dann quasi auch ein kleiner, weil unser Hofbetrieb, unser langjähriges Projekt, wie ich so schön immer sage, unser Hofladen stattfinden. Hofladen wird dann quasi dort aufgebaut. Und da bin ich auch mal froh, was uns dort dann auch erwartet. So, jetzt fahren wir uns den ganzen weg. So. Gut, also dann kleinen Schnitt. So, unser Lohner ist auch fertig. Das heißt, wir werden den jetzt auch mal kurz zum Feld Nummer 14 hinfahren. Ich glaube, haben wir 14 schon erledigt. Was hat denn unser Auftraggeber dann dahin gesagt? 14? Nein, ist noch nicht fertig. Ah, ja. Aber ganz ehrlich, dann Feld 14 können wir quasi dann auch schon selbst machen. Wann es gab mal. Moment. Ich muss noch kurz das GPS da mal einstellen. So.
können wir ja eine kleine Rundreise machen. Dann haben wir das auch. Dann auch. Ja, also. Ich werde dann nämlich dann auch da. Also auf unseren Hof. Ja, wir sollen natürlich dann auch einen Hofladen entstehen. Für wenig Geld. Wir möchten, dass dort auch jeder die Möglichkeit hat, dort Hauptbälle auch ein bisschen was zu verkaufen. Klar, müssen wir auch ein bisschen was Produktion hinstellen. Aber wir schauen einfach mal, wie uns der Hofladen glücklich macht. Beim Bauen. Und ob das dann auch quasi auch eine gute Idee ist, wenn wir uns da das Ganze dort mal ansehen. So. Was für ein... Welche Mods ich da benutze, um den Hofladen zu bauen oder zu dekorieren oder wie auch immer, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass das erstmal, dass wir uns da Zeit lassen. Ja, auch wenn ich gesagt habe, dass da dann der Hofstall da kommt. Aber wie gesagt, wenn dann Feld 14 fertig ist, hoffe ich mal, dass das ein schönes, dickes Sümmchen wird. Weil auch gerade für den Verkauf der Hühner, Verkauf des Hühnerstalls. Ja. Man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen und deswegen hoffe ich mal, dass da alles ach du heilige Makrele. Dass das quasi auch damit ein bisschen was wird. So, dann würde ich mal sagen, Helferlein. Ich bin halt im Feld. Das macht ja nichts. So. Es dürfte mal drauf sein. Kurs. Zack. Hat er gemacht. Bitteschön. Ja, lieber Lona. Du willst mir doch jedes Mal. Ja. Wenn man meint, da läuft alles richtig. Nein, da läuft nie was richtig. Wie hat der unser Feldimpuls programmiert? So. Perfekt. So, das sind auch die glücklichen Hühner dann nämlich weg. Gut. Und somit kann dann nämlich auch der Hühnerstall verschwinden. Ja, gucken mal. Ob wir da erstmal was finden. Für unseren kleinen Hofladen. Exakt, ja. Naja, vielleicht gucken wir erstmal nach ein paar Mods. Dann klappt das ja erst einmal. So, ja.
Weil unser Hühnerstall, also wenn das Feld quasi abgeerntet ist, der nächstgrößere wird nämlich hier hinten kommen. Also heißt quasi, dieses Feld hier, hier, wird begrenzt. Quasi hier wird dann, ich weiß nicht, lassen wir uns mal gucken. Tiere, Hühner. Passen da rein 360 Hühner. Werden wir uns da auch noch was Kleines bauen. Ich möchte nämlich, dass die auch ein bisschen frei rumlaufen können. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Also das wird so dann das neue Projekt dann auch sein. Muss man einen Screenshot machen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das dann nämlich da auch weitergeht. So, jetzt gucken wir mal kurz nach dem Honig. Und ich denke, der Honig hätte nämlich auch was zu... Ah, okay. Ah, ich hätte den Honig gerne als weiterverwendet, ne, weil der nämlich auch sehr, sehr wichtig ist. Na gut, dann werden wir uns das mal an, den Honig dann nochmal zu verkaufen. So, wir wollen einfach nur Paletten am Laden. Gemüse, Paletten, brauche Paletten, perfekt. Genau, das wollen wir laden. So. Dann uns denn mal. Super duper. Gut, der ist voll. Ja, da muss man ein bisschen fahren. So, dann fahren wir mal zu unserem Händler, zu unserem Verkäufer des Vertrauens. Weil das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich denke, ein Honigshop, naja, oder, ihr wisst ja, Kerzen aus Honig. Dass wir das ein bisschen mit der Produktion verbinden können. Naja, so eine kleine Imkerei, wo auch solche Betriebe oder solche Produkte quasi angeboten werden. Aber naja. So. Kleine Spazierfahrt. Aber ich denke einfach mal, wir werden dann auch mit den Paletten oder nach der Tour. Hoffe ich mal, dass wir das noch in dieser Folge packen für die Bäckerei. Dann noch den Zucker bekommen. 40%, oh ja, das wird gehen. Das schaffen wir locker. Wenn wir dann den Zucker haben, dort eingefügt haben. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder an der Produktionsstätte. Besser gesagt an dem Verkaufspunkt von Hauptbelauch. So, meine Lieben, da sind wir auch schon angekommen. Da war der Hänger auch schon richtig. Ja, da dürfen wir nicht ausladen. Wir fahren nämlich hinten rum. Ich denke mal, abseits, ja genau, links. Noch ein bisschen Platz hier. So, da gibt es ein hübsches Zimtchen. Ah, immerhin. Perfekt. So. Dann düsen wir nämlich jetzt mal zu unserer Zuckerfabrik. Also, bis gleich. So, da links ist auch schon unsere Zuckerfabrik. Unser durch Zuckerrüben produzierter Zucker. Schrägklappe die erste. Bin ich mal gespannt, was wir da alles so bekommen.
Bäckerei, ja, die wartet schon lang auf den Betrieb, also dementsprechend sollten wir uns auch mal beeilen, dass wir da auch ein bisschen die Produktion ans Laufen bekommen. Na, da hat der Kollege aber den LKW aber richtig super hingestellt, ey. Wer das wohl wieder war? Ah, Josep. So. Der Zucker, der Zucker. So. Kommt da vielleicht noch was? Fahren wir noch mal eine Runde. Da kommt einer. Oh. Sollten wir aber gleich noch mal. Okay. Ich denke, das dürfte reichen. Ja, fahren wir noch mal eine kleine Runde außen rum. Alles von der linken Seite laden können. Ich hoffe, dass da nichts passiert. Dass die nicht, dass die uns gleich alle dodgen. Das geht nicht. Na gut, dann haben wir jetzt ein ordentliches Gewicht. Ja. Bäckerei, wir kommen. Sie haben eine Bestellung aufgegeben. Dann sehen wir uns gleich. So, und unser Zucker ist quasi schon voll. Das heißt, wir gucken mal gerade bei der Bäckerei rein. Oh ja. Butter. Wunderbar. Und unser Lohner ist nämlich auch schon fertig. Das heißt, wir fahren einfach mal gerade mal schnell den Trecker hier auf zurück. Dann sehen wir uns gleich, wenn wir dann unseren Lohner ablösen und dann unser dementsprechend das Geld einsacken. So, meine Lieben. Alle Felder sind fertig gekuppert. Das heißt, wir können hier mal ordentlich mal aufstauen. Oh, immerhin 303.000. Das dürfte eigentlich schon gut reichen, ey. Für das, was wir eigentlich machen möchten. So. Da hat unser Lohner ganz schön gute Arbeit geleistet. Zumal jetzt auch die Bäckerei Zuckerproduktion geliefert haben. Sehr schön. Ja, dann können wir es gar nicht abwarten, dass wir dann wenn die Rapsernte fertig ist, eingefahren ist, dass für die Weiterproduktion direkt in die Dieselfabrik mit reingeht, es dann weitergeht, also
wenn das Feld dann abgeerntet ist, wir dann das Feld platt machen und also zumindest das da, die Absperrung oder das Feld abgesperrt haben, wo wir jetzt quasi dann alles planieren werden und dann dort die Hühnerstelle, die neuen, draufsetzen werden. Wie gesagt, die kosten 80.000, ja, das dürfte auch hingehen. Und dann die kleinen Küken, die Kükis, dann dorthin setzen werden. So. Da freue ich mich schon drauf. Haben wir schon wieder schön ins Zwischenziel. Klar. Wir könnten jetzt auch noch mal eins ausprobieren von dem anderen Hühnerstall, den ich auch vorhin mal gezeigt hatte. Bin mir aber nicht sicher, ob das dann da wirklich dann quasi das ist. Weil das Futter, das werden wir dann, wie gesagt, das wird dann so ein kleines Standfutter sein. Big Packs werden wir uns dann erholen. Und dazu noch dann das dementsprechende Gerät, das wir dann mit dem Hoflader, besser gesagt mit dem Glas, das dann da auch verteilen können. Wenn es dann nämlich auch möglich ist, werden wir dann pro Hühnerstall eine Sorte Hühner nutzen oder züchten. Dann bin ich mal gespannt, wie es dann nämlich ablaufen wird. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann freue ich mich, wenn ihr gerne wieder das nächste Mal dabei seid. Und ja, während ich dann jetzt erstmal fleißig weiterarbeite, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.